Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich nochmal mit einem kleinen Video. Ja, letzte Woche hat Ella bei uns in die Gruppe ein, wie ich finde, wunderschönes Video gestellt mit einer Piano-Improvisation. Und ich habe mir überlegt, dass ich das heute Abend eine Gitarren-Improvisation reinstelle. Das heißt, ich nehme gleich mit meinem neuen Looper, den ich heute bekommen habe, den ich ersteigert habe, 4 Akkorde auf. Und danach soliere ich da ein bisschen zu und versuche meine Gedanken, meine Gefühle in Töne auszudrücken. Und ja, macht mir seit eher Spaß. Es gibt wunderschöne Akkordfolgen, die mich immer dazu animieren, Solo-Gitarre zu spielen. Dazu gehören die Lieder von Stefan Pelikan dazu, immer wenn er bei mir vorbeikommt und seine neuen Songs mir vorstellt, habe ich immer einen großen Drang dazu, Solo-Gitarre zu spielen. Ja. Diesmal habe ich mir, jetzt habe ich mir da kein Lied von Stefan ausgesucht, nein, ich habe mir ein Lied von John Mayer ausgesucht, ein relativ neues. Ich nehme gleich die vier Akkorde nehme ich auf und dann dann hoffe ich, dass ich einigermaßen sehe. Vielleicht könnt ihr hören, was ich gerade fühle. Manchmal klappt das, manchmal auch nicht. Thank you.
beim Spielen, aber dann wird wahrscheinlich keiner mehr zuhören. Ja, das war nun mal ein kleines Beispiel. Ja, wie ihr gehört habt, ist auch mal ein falscher Ton dabei. Das passiert nun mal, obwohl viele sagen, es gibt keine falschen Töne, aber naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ja, bis hoffentlich bald. Ciao.